Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und heute gibt es das für die Fans von Die Füchsin. Es gibt brandneue Folgen in der ARD Mediathek, gibt es alte Sünden und sie ist seit 2015 dabei als Simone Papst. Ich freue mich sehr. Jasmin Schwiers, wie geht's dir und wo bist du? Hi! Hi Nico. Ich bin in meiner Küche und ich fürchte, meine Hündin hofft auf einen Snack. Lass uns mal schauen, wie lange die uns... Ja, siehst du? Du, dann gib ihr jetzt den Snack, wir warten hier kurz. Gib ihr jetzt den Snack, wir warten. Sie kriegt ihn nach dem Interview. Ich finde, das ist fair. Dann erzähl mir doch mal erstmal Simone Papst. Wer ist diese Frau, die du da spielst in Die Füchsin? Also Simone Papst ist eine junge Kaffeebesitzerin. Sie kommt aus reichem Hause, muss man sagen. Ihr Vater ist so ein Immobilienmogul, sagt man das so? Ja, ich glaube... Und entgegen seiner Erwartung ist sie nicht in die Firma eingestiegen, sondern hat ihr eigenes Ding gemacht, sich ein eigenes Leben aufgebaut, ist mit einem jungen arabischstämmigen Kurzwarenhändler zusammengekommen, der in der Zwischenzeit eine Detektei mit Anne Fuchs aufgemacht hat. Und sie macht ihr eigenes Ding, die haben ein Kind zusammenbekommen. Und jetzt bittet ihr Vater sie aber in dieser Folge, doch in der Firma auszuhelfen, weil es ihm gesundheitlich nicht gut geht und drückt da so diesen Button, um sie doch so ein bisschen in die Firma zu holen. Und ja, dann kommt alles anders. Die Ereignisse überschlagen sich recht schnell. Es beginnt noch recht sanft. So, du willst deine Filmtochter bei den Großeltern parken, weil ein bisschen was zu tun ist. Und dann geht's los. Plötzlich die wundervolle, die großartige Lisa Tschirner klopft an die Tür und hat fürchterliche Nachrichten, spielt großartig und spielt deinem Filmpapa erstmal direkt einen Herzinfarkt gefühlt entgegen. Und dann überschlägt es sich. Ihr könnt euch das alles angucken in der ARD Mediathek. Alte Sünden heißt das Ganze. Als du gelesen hast, ist deine Figur ein bisschen mehr im Fokus steht als sonst. Freust du dich dann oder hast gedacht, ach schade, Mensch, jetzt muss ich ja mal richtig Vollgas geben. Jetzt muss ich ja meinen Job machen und spielen. Nee, da habe ich mich sehr gefreut. Die Füchsin ist eine ganz, ganz tolle Reihe. Lina Wendel und Karim Scherif sind wirklich ein unglaublich sympathisches und vielschichtiges Ermittlerduo, den ich total gerne zugucke. Und ich sag mal so, ich habe als Schauspielerin eigentlich auch kein Problem damit, in der zweiten oder dritten Reihe zu stehen. Wenn das für die Geschichte keinen Sinn macht, meine Figur nach vorne zu stellen, dann kann ich da auch nicht glänzen. Also es muss ja immer einen Sinn für die Geschichte haben. Von daher war das jetzt schön, dass eine Geschichte um meine Figur gestrickt wurde. Aber ich finde es auch völlig okay, mal im Hintergrund stattzufinden. Wenn es nicht das ganze Leben ist, dann ist es okay. Der Hintergrund muss ja auch gut ausgestattet sein, damit der Vordergrund richtig gut funktioniert. Aber hättest du 2015 gedacht, dass du 8 Jahre später noch ein Interview gibst zu Die Füchsin? Also ich konnte es mir vorstellen. Ich war wirklich großes Fangirl direkt von den ersten Büchern, muss ich sagen. Aber dass das in der heutigen Zeit, wo alles so schnelllebig ist, dass sich ein Format doch so lange hält, das ist schon was Besonderes. Also planen kann man damit nicht heutzutage. Ich glaube, durch die Schnelllebigkeit kommen gerade ältere Sachen in der Erinnerung so ganz warm rüber, dass sie so großartig waren. Ich glaube, vielen wird ganz warm, wenn sie an Ritas Welt zurückdenken. Wie geht's dir da? mir wird da auch warm, aber ich krieg da eher so ein bisschen Schamesröte in die Wange. Ich weiß nicht, Nico, wie würde es dir gehen, wenn du was sehen würdest im Fernsehen, was du vor, mein Gott, 25 Jahren gemacht hast? Das ist irgendwie, hat das so ein bisschen Welpenschutz, das ist okay, aber ein bisschen ist man auch, hat man so dieses eigene Cringe-Gefühl, wenn man so alte Fotos guckt und denkt so, was habe ich denn da für eine Frisur? Oh mein Gott, was habe ich mir dabei gedacht? Ganz kurz. Weißt du so, das ist natürlich auch so ein bisschen, ich bin da natürlich längst rausgewachsen, aber auch nostalgische, schöne Gefühle, das war eine super tolle Zeit. Gabi war eine wahnsinnig tolle Mentorin auch für mich. Ne? Ich war da ja noch grün hinter den Ohren. Mein Gott, ich habe angefangen zu drehen, da war ich glaube ich 14 mit ihr und dann habe ich die ersten Jahre meiner Dreherfahrung ganz viel von ihr gelernt. Also es ist eine ganz, ganz tolle Kollegin und eine ganz tolle Menschin auch. Ich glaube, mit die coolste Filmmama, die man zu dem Zeitpunkt im deutschen Fernsehen haben konnte. Das stimmt allerdings, ja. Jetzt wissen wir natürlich, ich glaube, alle, was mit Gabi Köster dann gesundheitlich auch passiert ist. Und da
hat sie ja ihr Buch veröffentlicht. Ein Schnupfen hätte auch gereicht. Und es wurde verfilmt. Und dort warst du als Pflegerin mit dabei. Anna Schutt, die unfassbar gut Gabi Köster gespielt hat, auch einen Emmy dafür bekommen. Du kennst Gabi Köster persönlich. Das muss für dich, ich glaube, das war im Gehirn schon eine interessante, sehr interessante Erfahrung, oder? Ja, das war abgefahren. Also, ich meine, ich muss sagen, ich bin mit Gabi nicht so eng, dass ich diese ganze Schlaganfallzeit in echt mitbekommen habe. Und natürlich war man trotzdem auch aus der Distanz heraus total betroffen. Und ja, als dann das Angebot kam, genau diesen Teil ihrer privaten Geschichte zu verfilmen, kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Das war natürlich eine Riesenaufgabe, auch dem gerecht zu werden, also auch menschlich gerecht zu werden. Und ja, es gab diese Physiotherapeutin tatsächlich, die ich gespielt habe. Wir haben uns aber dafür entschieden, dass ich jetzt nicht versuche, quasi noch eine Kopie dieser echten Figur zu sein, sondern eine freie Figur. Aber das war abgefahren. Also was die Anna da gemacht hat, nach stundenlangen Maskenzeiten, wo ihr die Schädelplatte quasi weggeschminkt wurde und mit diesem kölschen Slang, den die sich eigens für die Figur raufgeschafft hat, das war schon irre. Also das war eine tolle Erfahrung und natürlich auch total schön, nach all den Jahren mit Gabi wieder so zusammenzurücken. Die war natürlich oft am Set, hat uns besucht, hat geguckt, hat erzählt, wie war das nochmal, und natürlich auch war ganz eng im Austausch mit Anna. Also das war abgefahren. War eine irre Erfahrung, dazu zu gucken. Und mitzuspielen. Und ich finde es unfassbar schade, dass man den Film gerade nirgendwo streamen kann. Das finde ich wirklich, eine deutsche Produktion, die einen Emmy gekriegt hat. Du findest sie in Deutschland nicht. Ja, versuch mal, ein Schnupfen hätte es auch getan oder hätte auch gereicht zu finden. Ist nahezu unmöglich. Ist nicht auf RTL Plus zu sehen. Ja. Hör mal, da müssen wir aber jetzt hier an dieser Stelle mal einen Aufruf starten. Das kann ja nicht sein. Absolut. Seit 2021 sieht man dich als Birte Hansen bei Clara Sonntag an der Seite von der großartigen Marielle Milovic. Da hast du ganz gut zu tun, ne? Da ist dann erste Reihe für dich reserviert, oder? Ja, da bin ich auch ganz gut dabei, das stimmt. Ja, ich weiß nicht wieso, aber vielleicht bin ich irgendwie gebucht auf die Frauengeschichten. Also da ist es ja auch so, dass wir drei Frauen sind in einem Büro, die sich zwar auch ein bisschen kabbeln, aber auch finden. Also ja, mit Marile ist natürlich auch ein großer Spaß. Mein Gott, bin ich gesegnet, Nico. Was darf ich für tolle Kollegen haben, ehrlich. Das ist richtig schön. Und es gibt einen dritten Teil, der wurde schon abgedreht. Jetzt frage ich mich, der kommt dann irgendwann. Jetzt frage ich mich natürlich, du bist ein bisschen näher dran. Wenn man dann so ans Set ist vom dritten Teil, wird dann so getuschelt, ey, kommt der vierte, hast du schon was gehört? Oder herrscht eh schon Planungssicherheit, weil ihr wisst, es werden insgesamt 6 Filme. Das ist ganz unterschiedlich, aber in der Regel ist es so, zumindest jetzt bei den öffentlich-rechtlichen Kollegen, dass sie auch gerne die Quote abwarten, um dann zu entscheiden, ob es einen weiteren Teil gibt. Und das heißt halt, man ist im Grunde immer so ein bisschen in der Schwebe. Aber es ist auch okay. Also ich meine, wenn den Leuten was nicht gefällt, dann ist es ja auch Quatsch, daran festzuhalten. Aber manchmal, ja, wäre es schon schön, wenn man ein bisschen mehr Planungssicherheit hätte und ein bisschen weiter vorausplanen könnte, auch für die Figur, für die Bögen, die man da baut und so. Aber ja, da müssen wir wieder abwarten. Ja, und wie ist das so, wenn du merkst, dass gesellschaftlich einfach geglaubt wird, dass Schauspielerinnen, die im Fernsehen sind, einfach reich sind und ausgesorgt haben? Ja, ich bin sehr reich. Schön wäre das. Nee, tatsächlich ist es so, dass man in kurzer Zeit relativ viel Geld verdient. Also die Tagesgage, dadurch, dass man pro Tag bezahlt wird, ist natürlich erstmal für die normale Kassiererin oder Frau in der Wäscherei ist das natürlich erstmal eine hohe Summe. Aber wenn du das umrechnest aufs Jahr, dann ist es gar nicht mehr so viel, weil ich gehe ja nicht jeden Tag arbeiten, ne? Ich muss zwischen, weiß ich nicht, ist ganz unterschiedlich. Ich habe ganz gute Jahre und ganz schlechte Jahre. Also mein schlechtestes Jahr war, glaube ich, nur ein paar Drehtage zusammen und muss damit eben ein ganzes Jahr haushalten. Und in guten Jahren, wo man dann eine Serie gedreht hat, da kann man dann was weglegen. Das braucht man aber wahrscheinlich dann auch wieder in einem Jahr, wo es nicht so gut läuft. Also von daher, man denkt immer, die sind alle reich, aber tatsächlich musst du als Schauspielerin mit einer großen Unsicherheit klarkommen.
nämlich nicht zu wissen, wann kommt das nächste Projekt rein, werde ich das nächste Casting kriegen, werde ich das werden oder ist die andere Kollegin dann passender gewesen. Also man braucht da schon ein dickes Fell und muss sich wirklich seine Leichtigkeit auch bewahren. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich spreche jetzt einfach ehrlich aus dem Lameng. Ich persönlich von meiner Veranlagung her würde gerne mehr planen, würde gerne wissen, okay, dieses Jahr dann, nächstes Jahr dann Urlaub. Mit Kindern ist das sowieso nochmal eine ganz andere Sache. Da musst du das ja alles mit den Betreuungszeiten organisieren. Das ist bei meinem Mann und mir schon ein großer Teil der Kraft frisst und Zeit frisst. Das alles immer zusammen zu puzzeln, was bei uns so an freischaffenden Jobs rein flattert. Ich hoffe, dass sich dein Kalender über die nächsten Jahrzehnte gut füllt und wir dich noch viel sehen. Jetzt vor allem bei Die Füchsin gibt's in der ARD Mediathek. Schaut die Folge Alte Sünden, das Simone Papst, besonders wichtig. Und ich freue mich, dass sie heute zu Gast war. Jasmin Schwiers, vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Danke. Gerne. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Und für euch da draußen gilt, ich freue mich immer, wenn Menschen wie Jasmin hier in der Web-Talkshow auch mal diesen Einblick gewähren. Weil ich erlebe das immer wieder, dass Leute glauben, Schauspielerinnen und Schauspieler haben viel Geld. Und das ist nicht so der Fall. Das ist eigentlich genauso ein Herzberuf wie in der Pflege zum Beispiel. Man verdient nicht so viel, man hat einen sehr hohen körperlichen Einsatz. Manche Sachen werden gar nicht bezahlt. Und wenn du dann mal in einem Film bist, der wirklich deinen Durchbruch bedeuten könnte, wirst du vielleicht ohne dein Wissen rausgeschnitten und kannst nichts daran machen. Deswegen lasst uns doch jedem Beruf, den wir so kennen, einfach mit viel Ehrfurcht und Würde entgegentreten. Egal ob Krankenpflegerin oder Schauspieler. Ganz einfach. Wir sehen uns morgen, wie jeden Abend zur Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutjahr und jetzt die heutigen Abschlussworte von Jasmin Schwiers. Bis dann. Ich ende mal mit den Worten, die letztes Jahr mein Jahr sehr geprägt haben und was eine gute Stoßrichtung war für mich persönlich, in meiner persönlichen Entwicklung. Und das sind die kleinen drei Worte: Klarheit vor Harmonie. Denk da mal drüber nach. Klarheit vor Harmonie. Ist für Menschen, die wie ich so ein bisschen konfliktscheu sind, ist das wirklich eine Offenbarung.